Hallo und herzlich willkommen zum letzten Erfolgsfaktor, nämlich Erfolgsfaktor Nummer 4. Gehen wir es also nochmal kurz durch. Erfolgsfaktor 1 war nicht überinterpretieren und nicht überanalysieren. Erfolgsfaktor 2 war ausgeglichen zwischen der Info- und der Emotionsebene kommunizieren. Und im letzten Video haben wir uns Erfolgsfaktor Nummer 3 angeschaut und das war auf das eigene Wohlbefinden achten. Und was ist jetzt Erfolgsfaktor Nummer 4? Erfolgreiche Menschen beim Ex-Zurückgewinnen kennen das Ziel und verfolgen es geduldig. Die wissen, dass ein Ex-Zurück-Prozess nicht von heute auf morgen geht. Die wissen, dass es nicht mit einem magischen Brief oder irgendeiner super übertrübe Nachricht getan ist. Die wissen, dass es ein Prozess ist, der Zeit braucht. Und dass es wieder Zeit braucht, wieder Gefühle und Liebe im Ex zu wecken. Und Menschen, die erfolgreich mit dem oder der Ex wieder in eine Beziehung kommen, die wissen auch, dass sie scheitern könnten, dass es nicht klappen könnte. Aber sie wenden Erfolgsfaktor Nummer 3 an. Also auch wenn es mal nicht so gut funktioniert oder wenn sie letztendlich scheitern sollten beim Ex zurückgewinnen, was natürlich sehr, sehr schade ist. Aber es wird sie dann nicht voll umhauen, weil sie wissen, wie sie auf sich selbst schauen können. Und natürlich auch, weil sie bereit sind, trotzdem diesen Weg zu gehen. Sie haben sozusagen die Geduld, das durchzuziehen. Für diese Menschen ist der Weg zum Teil auch das Ziel. Auch wenn sie wissen, dass diese Mission Ex zurück vielleicht auch scheitern könnte im schlimmsten Fall. Diese Menschen wissen, dass es einmal Rückschläge geben kann, dass der Ex vielleicht mal nicht antwortet oder dass vielleicht mal ein Treffen nicht so super ist. Aber diese Menschen haben eine Vorstellung davon, wo sie hinwollen und lassen sie nicht abbringen auf ihrem Weg dorthin. Und wenn man weiß, wo man hin will, dann kann der Weg auch noch so beschwerlich und mühsam sein, man wird sie trotzdem auf den Weg machen und hat ja auch schon Konfuzius gesagt, wer das Ziel kennt, der kann auch entscheiden. Wer entscheidet, findet Ruhe und wer Ruhe findet, ist sicher. Und wer sicher ist, kann überlegen und wer überlegt, kann verbessern. Diese Menschen nehmen am Weg zum Ex-Zurück-Gewinnen sozusagen viele weitere Skills mit, die sie auf diesem Weg lernen. Skills, wie sie eine magische Anziehungskraft aufbauen, wie sie effektiv kommunizieren mit Menschen und wie sie selbst glücklicher sein können. Und deswegen wird dann auch die zweite Beziehung, wenn diese Menschen mit dem oder der Ex wieder zusammenkommen, da wird diese zweite Beziehung nicht scheitern. Weißt du, das kann sehr oft vorkommen. Man kommt zwar wieder zusammen, weil man die richtigen Strategien anwendet, aber dann nach 3 Monaten ist wieder Schluss. Warum ist das so? Weil sie am Zustand, der vorher zur Trennung geführt hat, nichts geändert hat. Erfolgreiche Menschen gewinnen den oder die Ex nicht nur zurück. Die sorgen auch dafür, dass, wenn sie wieder zusammengekommen sind, dass auch die Beziehung danach weiterhin gut funktioniert und dass da weiterhin die Post abgehen kann. Weil wäre ja schade um die Zeit, wenn man den Ex zurückgewinnt, aber dann wäre aus den gleichen Gründen wie vorher wieder Schluss. Also was möchte ich, dass du mitnimmst aus diesem Video? Zunächst mal die Geduld, dass ein Ex-Zurück-Prozess nicht in einer Woche vollbracht sein wird. Wenn es in dieser kurzen Zeit funktioniert, dann freu dich. Aber wenn es nicht in dieser kurzen Zeit funktioniert, das ist halt so. Und die Erfahrung bei uns zeigt auch, dass es schon eine gewisse Zeit braucht, bis man wieder zusammen ist. Und wie heißt es bekanntlich so schön, Vorfreude ist ja die schönste Freude. Und wenn die Belohnung eine harmonische Beziehung mit deinem oder deiner Ex ist, dann lohnt es sich ja ein bisschen zu warten und durch diesen Ex-Zurück-Prozess zu gehen, oder? Und auf diesem Weg zurück in die Beziehung mit deinem Ex, da nimmst und sammelst du alle Tools und Skills mit, die du auf diesem Weg, die dir auf diesem Weg unterkommen. Insbesondere möchte ich dir da auch die Videos hier auf diesem Kanal ans Herz legen. Deswegen abonniere unbedingt diesen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Klick dazu auf den roten Abonnieren-Button unter dem Video und klick daneben auch auf die Glocke. Dann bleibst du immer up to date, wenn es neue Skills und Hacks fürs Ex-Zurückgewinnen von Szenario 2 gibt. Nimm also diese Tools mit, denn mit diesen Tools kannst du auch in anderen Lebensbereichen profitieren und kannst diese anwenden. Und zum Schluss von dieser YouTube-Videoreihe möchte ich dich noch zu einer kleinen Reflexion einladen. Wenn du bei Szenario 2 schon am Blog warst oder auch bei uns hier am YouTube-Kanal schon ein bisschen geschmökert hast, dann krieg jetzt mal für dich klar, ob du bis jetzt die nötige Geduld aufgebracht hast und sei du bitte ehrlich zu dir. Und dann krieg als zweites klar, ob du wirklich auch dieses Ziel, wo du mit deinem oder deiner Ex wieder in einer Beziehung bist, ob du dieses Ziel auch klar vor dir sehen kannst. Und dann schau mal, welche Skills du auf diesem Weg, egal wie lang oder kurz du den schon gehst, welche Skills du
schon auf diesem Weg aufgegabelt hast, schau mal nach, was du schon an Fähigkeiten und Techniken hier am YouTube-Kanal oder am Blog von uns gelernt hast. Und vielleicht ist da ja schon das eine oder andere dabei, was dir sogar im anderen Leben auch helfen kann. Deswegen möchte ich dir an dieser Stelle auch noch kurz meinen Ex-Zurück-Crash-Kurs empfehlen. Da schauen wir uns in 7 weiteren Videos nochmal an, wie die Basics der Vorgehensweise sind, wie du deinen oder deine Ex wieder in dein Leben ziehen kannst. Der Link taucht gerade neben mir auf und zusätzlich noch ein Video, von dem ich glaube, dass es auch für dich gerade jetzt sehr relevant sein könnte. Also idealerweise zuerst zum Crashkurs anmelden, falls du noch nicht dabei bist, dann hierher zurückkommen und das nächste Video neben mir anschauen. Dann tschüss, Baba, danke fürs Zuschauen und bis gleich im Crashkurs oder im nächsten Video.